Nach unseren Feststellungen haben wir 680 Spiele als manipuliert erkannt. Wir dürfen nicht vergessen, es hat sich die organisierte Kriminalität auf diese Spielwiese begeben. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsst ihr reinschießen. Wenn du heute auch nur ein Ding kriegst, egal wie das ausgeht, dann war es ja heute dein letztes Spiel. So. Reinschießen! Tor! 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 Schritt für Schritt nimmt eine schleichende Krankheit Besitz vom globalen Sport. Wettbetrug. Der Kampf dagegen, ein Krieg in einer neuen Dimension, hochtechnologisch und verwirrend komplex. Das Übel trifft den gesamten Organismus, doch am schlimmsten befallen ist der Fußball. Ob in Berliner Grünanlagen oder Stadien weltweit, der Sportwettenmarkt steht mit auf dem Platz, allgegenwärtig. Die Weichen wurden falsch gestellt, vor langer Zeit schon. Heute ist es ein Geschäft der Gier, unkontrollierbar. Sonntagvormittag in der Berliner Wuhlheide. Jugendkick der unter 19-Jährigen. A-Jugend. Kein Gedränge, keine Gesänge. 44 zahlende Zuschauer. Provinzflair. Zur gleichen Zeit 10.000 Kilometer entfernt. Große asiatische Wettanbieter machen jetzt das große Geld. Milliardenumsätze, auch illegal, Woche für Woche. Und auch mit deutschen Jugendspielen, wie in der Berliner Wuhlheide und anderswo. Ich könnte jetzt 800.000 Euro auf dieses Spiel setzen, vielleicht mehr, und in der dritten, vierten Liga sogar das Doppelte. Treibstoff der Wettmaschine sind Spiele, Spiele, Spiele. Weltweit, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Eine Maschine, die auch den deutschen Nachwuchs, wie hier in der Wuhlheide, nicht verschont. Man kann auf die U19 Bundesliga wetten. Ich hab's nicht gewusst, also finde ich skandalös. Warum? Ja, U19, also einfacher kann man meines Erachtens ein Spiel nicht manipulieren. Sag mal, ein, zwei aus dem Kreis, die kommen jetzt auch nicht aus dem riesen Elternhaus, wo jetzt riesen Summen bezahlt werden können. Und wenn ich da mal einen rauspicke und sage, du, schieße mit Absicht daneben oder lass mal ihn durchlaufen oder vorne mal einen im Schlafraum, finde ich. Das ist ja Wahnsinn. Spiele im Abseits, in unteren Ligen, mit schlecht bezahlten Akteuren. Aus diesem Stoff ist der Wettbetrug gemacht. Ein paar Deutsche waren hier. Sie haben auf 8 Jugend- und Amateurspiele gewettet. Alle 8 gingen aus wie gewollt. Alles lief nach Plan. Und die Summen, die sie gesetzt haben, große Summen. Warum sollte man so viel Geld auf U19-Spiele setzen, wenn man nicht vorher entsprechende Informationen hat? Wir möchten wissen, ob eine Fernwette tatsächlich funktioniert und setzen 10 Euro darauf, dass beim A-Jugend-Match in Berlin mehr als 4 Tore fallen. Hinweise auf Manipulation gibt es bisher jedoch nicht. Beängstigend sind aber die finanziellen Dimensionen. Zuschauereinnahmen heute 2-stellig. Wettumsätze in Asien 6-stellig. Dass auch deutsche A-Jugendspiele manipuliert werden sollen, das dokumentieren die Nachforschungen der zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Nach abgehörten Telefonaten kommt die Ermittlungskommission Flankengott, deutschen Wettpaten, auf die Schliche.
Landgericht in Bochum hat hier diese Taten auch verurteilt und hat dieses Handeln als ganz besonders verwerflich angesehen. Wir haben dann teilweise Zahlungen festgestellt in Höhe von 50 oder 100 Euro an diese Jugendlichen. Das waren ja 16-, 17-Jährige, die das Geld ja auch genommen haben, ohne wirklich zu überblicken, was da auf sie zukommt. Und die sind dann aus ihren Vereinen ausgeschlossen worden. Für die war die Karriere zu Ende. Die Täter haben teilweise auf Jugendspiele 10.000 Euro gesetzt und 70.000 Euro Gewinn gemacht. Und das war nur das Aufwärmprogramm. Seit 2009, dem Beginn der weltweit umfangreichsten Ermittlungen gegen Wettbetrug, werden fast 700 Spiele als manipuliert behandelt. Und es wird aufgedeckt, dass auch in Österreich bis in die höchsten Ligen Spiele zugunsten krimineller Interessen verschoben werden. Ein Name, der dabei immer wieder fällt, Sanel Kuric. Der Ex-Fußballprofi hatte auch direkten Kontakt mit einem der Wettpaten, die in Bochum vor Gericht gestanden waren. Das hat der 36-Jährige in einer Vernehmung durch die deutschen Ermittler gestanden. Ich kann nicht beurteilen, ob die Sache jetzt Teil eines groß angelegten Wettbetrugs ist. Ich kann nur sagen, dass es so etwas gibt und dass Sanel Kulic grundsätzlich der Prototyp dafür wäre, von der organisierten Wettkriminalität ausgespäht zu werden als ein Spieler, den man unter Kontrolle bekommt. Sanel Kulic soll ständig Geldprobleme gehabt haben und spielsüchtig gewesen sein. Damit passte er perfekt ins Beuteschema der Wettmafia. Weg das Interesse dieses vermeintlichen Opfers. Und sobald er einmal hier eingeladen wird oder sich sonst irgendetwas versprechen lässt, ist er schon in den Fängen gefangen. Und sobald er einmal eine Handlung begeht, auch muss er dann immer weiter tun, kann nicht mehr raus aus diesem Netzwerk. Weil er dann erpresst wird, genau. Im Herbst vergangenen Jahres nimmt auch die Karriere von Dominik Taboga, ehemaliger SV Grödig-Profi, ein jähes Ende. Im Spiel am 27. Oktober 2013 soll er auf einen Elfmeter in der Nachspielzeit gewettet und ihn auch gleich selbst provoziert haben. Doch er hat Pech. Der Schiedsrichter gibt keinen Strafstoß. Die Wette ist verloren. Tabogas Komplizen bei der Mafia wollen ihr Geld aber trotzdem und machen Druck. Taboga geht zur Polizei. Der Fall kommt ans Tageslicht. Wenn die Fußballspieler wüssten, an welche Szene sie in der organisierten Kriminalität anstreifen, dann würden sie das nicht machen. Das wird ihnen erst dann später bewusst, wenn es eben schon Nötigungsversuche gibt, wenn es dann Drohungen gibt, bis hin zur Gewaltausübung und Erpressungsversuchen, wie es eben in diesem aktuellen Fall war. Die Einvernahmeprotokolle zeichnen ein dunkles Bild. Sie lassen keinen Zweifel offen, mit welch brutalen Mitteln die Wettmafia vorgeht. Gewaltausübung mit Hierarchie und System. Die Führungsebene hat auch die Aufgabe, dann sich Mittelsmänner zu suchen und das zu delegieren. Die Mittelsmänner haben wieder die Aufgabe, in den jeweiligen Ländern dann die Fußballspieler anzusprechen und in weiterer Folge die dazu zu bringen, die Spiele zu manipulieren. Die Führungsebene, das ist aber auch ganz klar, hat das größte Gewaltpotenzial unter sich. Die haben auch die Möglichkeit hier, und der aktuelle Fall zeigt es auch ganz klar, Gewalt auszuüben, Erpressung, Nötigung, bis hin zu, dass man eine Person, die sozusagen flapsig ausgedrückt nicht spurt, in ein Hotelzimmer einsperrt, zwei Tage, um sozusagen seinen Willen durchzusetzen. Genau diese Erfahrung hat Johannes Lamprecht, zuletzt Trainer bei einem drittklassigen österreichischen Fußballclub, gemacht. Er soll als Mittelsmann für die albanische Wettmafia Spieler angeworben haben. Ein konkreter Fall? Die Partie Kapfenberg gegen Rapid im Dezember 2011. Der Deal? Kapfenberg verliert mit 2 Toren Unterschied. Sein damaliger Komplize, Dominik Taboga. Doch Rapid trifft einfach nicht ins Tor. Das Spiel endet 0:0. Die Folge, die albanischen Hintermänner verlieren durch die geplatzte Wette an die 300.000 Euro. Das gibt Lamprecht bei der Einvernahme an. Und er gibt weiter zu Protokoll, dass er daraufhin bei einem nächsten Treffen mit den Albanern gezwungen wurde, bei einem Notar einen Schuldschein in der Höhe von 200.000 Euro zu unterschreiben. Die Mafia fordert ihren entgangenen Gewinn zurück, mit allen Mitteln.
Die Ermittlungen im österreichischen Wettsumpf haben ergeben, dass 18 Spiele der ersten Liga und der Bundesliga betroffen sind. Bestechungsgelder in der Höhe von 7.000 bis 40.000 Euro sind geflossen. Im April dieses Jahres gibt die Staatsanwaltschaft Graz bekannt, Dominik Taboga, Sanel Kulic sowie 8 weitere Beschuldigte werden unter anderem wegen Spielmanipulation und Erpressung angeklagt. Eine Liste der UEFA zeigt, auch in Deutschland reicht der Betrug von der Jugend bis in die zweite Bundesliga. International kommen hinzu Länderspiele, Champions League, Europa League. Ein ganz normaler Einlauf. NK Maribor gegen FC Brügge, UEFA Europa League. Doch wer dabei war, erlebte einen denkwürdigen Abend. Das ist ein Spiel, an das wir uns lange erinnern werden. Ein deutscher Coach, genauso ahnungslos wie 10.000 Zuschauer in Slowenien. Das war ganz kurios. Da wurde mir am Vorabend des Spieles telefonisch mitgeteilt von einer Quelle aus dem Balkan, dass ich mir doch dieses Spiel ansehen soll. Was ist passiert? Maribor führt nach 2 sauberen Treffern und einem Eigentor bis zur 73. Minute schon 3:0. Die Belgier chancenlos. 3:0 für Maribor. Und dann geschieht, Zitat der arglosen belgischen Presse, das Wunder von Maribor. Mir wurde bestätigt, dass die Auswärtsmannschaft dieses Spiel noch gewinnt. Das heißt, 4 Tore innerhalb einer Viertelstunde, 20 Minuten mussten noch fallen. Tun sie dann auch, wie vom Fließband. Es wurden damals laut dieser Information hohe Beträge gesetzt, was tatsächlich genau so eingetroffen ist. Das hat eine Mannschaft sehr hoch geführt und schlussendlich verloren. I will answer in English, then I can only say like Winston Churchill, never ever give up. So it's coming from England, aber wir benutzen es dann eben auch, wir geben niemals auf. So kann es weitergehen. Rudolf Stinner ist ein führender Kopf im Kampf gegen Wettmanipulation. Seit 2005 untersucht er die organisierte Kriminalität im Fußball. Er war Chefermittler der UEFA, verfügt über exzellente Quellen und Kontakte. Stinner und die Staatsanwälte wissen, selbst der Deutschen Allerheiligstes geriet in den Fokus der Betrüger. Zur ersten Liga können wir sagen, dass wir zwar festgestellt haben, dass sich unsere Täter überlegt haben, Erstliga-Fußballspieler zu bestechen, dass es aber letztendlich nie dazu gekommen ist, weil der Aufwand für einen Erstligaspieler mit 150.000 Euro pro Spieler als sehr hoch angesehen wurde. Es sollten dann mindestens 3 Spieler gekauft werden. Das wäre fast 500.000 Euro gewesen. Von dieser Vorgehensweise ist also abgewichen worden. In 3 großen Prozessen werden am Landesgericht Bochum 15 Betrüger zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch die Drahtzieher der europaweit aufgedeckten Wettskandale von 2009, die Deutsch-Kroaten Mario Švrtak und Ante Šapina, sind dabei. Wegen Rechtsfehlern wurden ihre Verfahren diesen Frühling neu aufgerollt. Das Strafausmaß 5 Jahre blieb aber annähernd gleich. Doch einzelne Verurteilungen stoppen nicht den organisierten Betrug. Wir haben im Rahmen der Ermittlungen feststellen können, dass wir europaweit lokale Gruppen haben. Das heißt, in Deutschland existiert eine Gruppe von Personen, die sich untereinander kennt, in der Schweiz wiederum, in Italien, auf dem Balkan, in verschiedenen anderen Ländern. Diese Gruppen sind über bestimmte Führungspersonen miteinander vernetzt. Und letztendlich haben wir festgestellt, dass über 2 Millionen Euro an Schmiergeldern bezahlt worden sind. Und dass die Tätergruppierung mindestens 8 Millionen Euro an Geldern steuerfrei verdient hat. Überall bestechen die Kriminellen korrupte Spieler, nutzen ihre Schwachstellen aus. Dünne Gehälter, Schulden, Spielsucht, sportliche Unzufriedenheit. Und sie treffen auf Vereine und Verbände, die nur schlecht oder gar nicht vorbereitet sind. Auf den Feind in ihrer Mitte. Europa League, 13.000 Zuschauer und ein falsches Spiel vor aller Augen.
Rapid Wien gegen Vlasnia Shkoder aus Albanien. Verrückter Spielverlauf, gleich fetter Gewinn für die Mafia. Bei dem Spiel konnte ermittelt werden, dass im Vorfeld gewettet worden war, dass Rapid Wien ab einer gewissen Spielminute mehr wie 4 Tore schießt. Es war verabredet, dass ein Zeichen mit der Trinkflasche gesetzt wird von dem Tormann. Wir haben uns das mehrmals angesehen und haben dann ganz genau gesehen, wie eine Trinkflasche, die der Tormann im seitlichen Bereich vorher abgestellt hat, ab der 62. oder 63. Minute ist diese Trinkflasche plötzlich in der Mitte des Tores hinten gelegen. Und jeder konnte sehen, dass ab dieser Spielminute die Verteidigung ihre Aktivitäten auf ein wirklich geringes Maß eingeschränkt hat. Es sind dann hintereinander die Tore gefallen, einige wirklich grotesk. Flanke von Antti Duba, verschätzt sich der albanische Schlussmann. Und somit hat man diese Wette gewonnen. Die Liberalisierung des Marktes für Sportwetten sollte den Schwarzmarkt eindämmen und Steuergelder sichern. Doch bei hunderten Milliarden Jahresumsatz gelten wieder ganz neue Gesetze. Die Sportwetten haben die Sportwirtschaft völlig umgekrempelt. Kenner der Betrugsszene wissen, heute kann es für einen Spieler einträglicher sein, zu verlieren als zu gewinnen. Auch wenn UEFA-Chef Platini noch so vollmundig Null-Toleranz-Politik propagiert. Raus, ob Spieler, Schiedsrichter, Trainer oder Manager, alle raus. Out. Footballeur, Arbitre, Entraîneur, Dirigeant. Tout le monde dehors. Die Sportbranche ist kein gewöhnlicher Wirtschaftszweig. Die ganze ökonomische Komplexität ruht auf wenigen Schultern. In kaum einem anderen Geschäft beruht alles auf einer Person oder einer überschaubaren Mannschaft. Beim Sport aber hängen Ergebnisse und beträchtliche Geldsummen von einem kleinen Kreis ab mit oft jungen und besonders anfälligen Menschen. Für den Experten sind diese Strukturen deshalb geradezu eine Einladung für die Zockermafia. Überall, wo viel Geld im Spiel ist, haben wir beides. Das Geld ist einerseits Ansporn, zugleich aber auch Anlass für massiven Betrug. Doch soll ein betrügerischer Handlanger einmal bestraft werden, dann fehlen die rechtlichen Instrumente. Es ist so, dass Fußballspieler nicht als Täter des Betruges gesehen werden, weil diese Personen keine eigenen Wettverträge abschließen. Das heißt, ein Fußballspieler begeht nur Beihilfe zum Betrug. Das führt dann auch dazu, dass Fußballspieler strafrechtlich überhaupt keine große Rolle spielen. Deshalb fordert die Justiz den eigenen Straftatbestand Sportbetrug. Das würde auch den Verbänden helfen. Sie sind das schwächste Glied in der Kette. Auch weil die Behörden nicht verpflichtet sind, ihre Erkenntnisse an die Sportverbände weiterzugeben. Daher tappt selbst die große FIFA oft im Dunkeln. Mit einem ehemaligen deutschen BKA-Beamten beißt sich mittlerweile schon der zweite FIFA-Sicherheitschef an der Wettmafia die Zähne aus. In der Breite war der Fußball nicht dafür vorbereitet. Ziel kann ein Amateurverein sein, das kann ein professioneller Club sein. Das kann Amateurschiedsrichter sein, das kann Schiedsrichter sein, die im professionellen Bereich pfeifen. Wir haben das alles gesehen. Wir haben sogar gesehen, dass die Kriminellen als Sponsoren für Clubs aufgetreten sind und quasi den Club selbst übernommen haben. Die Arbeit der Fahnder ist schwierig, denn sie müssen in abgeschottete Welten eindringen, die des Fußballs und der Wetten. Wie beeinflussen fingierte Wetten den Verlauf eines Spiels? Welche Mechanismen stecken dahinter? Sportwetten heute, das ist ein Dickicht der Optionen. Bei sogenannten Live-Wetten wird auf alles und nichts gewettet. Auf Eckstöße, Freistöße, rote Karten, das nächste Tor und wer es schießt.
Der Ausgang eines Spiels nebensächlich. Jeder kann jetzt während eines laufenden Spiels Live-Wetten am eigenen PC platzieren. Eine technologische Revolution und eine große Schwachstelle. Alle Kontrollinstanzen von Sportverbänden, Polizei und Justiz haben große Probleme, bei Live-Wetten den Überblick zu behalten oder sie gar zu regulieren. Dabei kommen in relativ kurzer Zeit, in den 90 Minuten eines Fußballspiels oder den 2-3 Stunden eines Tennismatches, es kommen weltweit Unsummen von Geld auf Tausenden von Webseiten zusammen. Wer soll das noch kontrollieren können? Wir haben ja geglaubt, durch die Installierung eines Vorwarnsystems doch weitestgehend diese Manipulationsmöglichkeiten ausschalten zu können. Ich will jetzt noch nicht sagen, es hat versagt. Ich glaube, das wäre zu früh. Aber wir müssen mal gucken, warum wir nicht gewarnt worden sind. Sportradar ist das bedeutendste dieser Radarsysteme. Hightech, weltweit präsent. Die Firma arbeitet für den DFB und die UEFA. Verfolgt nach eigenen Angaben mehr als 40.000 Fußballspiele im Jahr und 6.000 Wettangebote pro Spiel. Und sie kennt alle zwielichtigen Gestalten. Doch die Krux auch hier, die Live-Wetten. Weshalb Sportradar sich wehrt, ein Frühwarnsystem zu sein. Das Live-Wetten hat für denjenigen, der manipuliert, zwei große Vorteile. Man kann größere Summen setzen und es bestehen natürlich für die Strafverfolgungsbehörden wie auch für Sportverbände nicht mehr die Möglichkeit, hier noch einzugreifen. Nein, ein Early Warning System, ein Frühwarnsystem existiert nicht mehr. Deshalb verwundert uns ein wenig auch in der Diskussion die Terminologie, weil die handelnden Personen sicherlich wissen, dass, ich sage, weit über 90% aller Manipulationen im Live-Bereich stattfinden. Im undurchsichtigen Wettuniversum tobt ein Technologiekrieg. Es ist ein Krieg um Algorithmen, Rechenleistung und Software. Wer wettet und wie? Woher kommen die Wetten? Und will sich überhaupt jeder kontrollieren lassen? Wir erfassen den gesamten relevanten weltweiten Wettmarkt. Und wir gehen davon aus, dass wir über 90% aller manipulierten Spiele identifizieren können. Die Täter, die haben natürlich in den letzten Jahren gelernt. Die wissen ja auch, dass es das gibt und die umgehen diese Systeme. Und eine Umgehungsart ist einfach die, dass ich eine Dirty Bet, eine schmutzige Wette, einfach platziere bei einem illegalen Anbieter, wo ich weiß, der gibt seine Quoten nicht an ein Alarmsystem bzw. an einen Betreiber weiter. Somit kommt diese Information nie zum Warnsystem. Asien. Das Wettbiotop für das ganz große Geld. Hongkong oder Macau, Singapur oder Manila. Der internationale Wettbetrug, seine Auswüchse und Dimensionen sind ohne den asiatischen Wettmarkt nicht denkbar. Hier gelten andere Regeln. Der Gewinn, den ein europäischer Anbieter macht, entsteht aus der Tatsache, dass jemand eine Wette verliert. In Asien ist es so, dort geht es um den Umsatz. Der asiatische Wettanbieter, dem ist es im Grunde einfach gleich, ob er die Wette verliert oder gewinnt. Für ihn ist der Umsatz das Entscheidende. Denn bei Milliardenumsätzen addieren sich selbst kleinste Gewinnspannen zu Millionen. Die Wette gilt 24 Stunden am Tag, ohne Limits, ohne Kontrolle, anonym. Denn in Asien wird über Mittelsmänner gewettet, sogenannte Wettagenten. Wir treffen einen dieser Agenten. Der Mann hat auch schon für europäische Wettbetrüger hohe, schmutzige Wetten nach Asien vermittelt. Dabei wusste er von den Spielmanipulationen. Er weiht uns ein in die Funktionsweise seines Wettmarktes, möchte aber unerkannt bleiben. In Asien musst du nicht zum Buchmacher gehen. Ich eröffne ein Konto für dich und gebe dir Geld, ohne Namen oder Passnummer. Der Kredit hängt davon ab, wer du bist. Zehntausende, aber auch Millionen. Es gibt viele Ebenen von Wettagenten. Die ganz oben wissen gar nicht, wer der Kunde ist. Sie sehen nur das Geld, das reinkommt. Sport, Spannung, unerheblich. Es geht allein ums Geld.
Die Agenten stört nicht, wenn ein Spiel manipuliert ist. Im Gegenteil. Wissen sie davon, dann wollen sie mitverdienen. Während der Buchmacher gleichzeitig sein eigenes Risiko minimiert. Die perfekte Geldmaschine. Wie wichtig ist es für einen Agenten zu wissen, dass ein Spiel manipuliert worden ist? Wenn er weiß, das Spiel ist abgesprochen, dann folgt der Wettagent dieser Information. Mir ist egal, wie du dein Geld machst. Am Ende versuche ich auch nur Geld zu machen. Gewinnst du, gewinne ich auch. Die Buchmacher wollen nur Schulden vermeiden. Wenn auf Team A viel Geld reinkommt, dann heben sie die Quoten für Team B an, um auf der Seite Kunden zu gewinnen. Das Motiv für den Betrug ist Gier. Was fehlt, sind Gelegenheit und Waffe. Die Online-Wette liefert die Waffe frei Haus. Und die Gelegenheit kann man auch erfinden. Inzwischen schädigen die Täter Buchmacher mit Spielen, die es gar nicht gibt. Geisterspielen. 16. Jänner 2012, U21, Turkmenistan, Malediven, Endstand 3:2. Freundschaftsspiele müssen bei der FIFA nicht gemeldet werden. Spielort Kuala Lumpur, Anstoß 10 Uhr morgens. Angeblich, denn dieses Spiel hat nie stattgefunden. Das sind Gruppierungen, die einfach den Wettanbieter dazu verwenden, gewisse Spielabläufe nach einem Drehbuch fiktiv live vorzugaukeln, wo dann eben gewisse Dinge gewettet werden, die gar nicht stattgefunden haben, und eben die Wettanbieter zahlen müssen, weil sie ja dagegen wetten, nicht? Und das bringt den Anbieter natürlich große Verluste ein. Mittlerweile ist so viel Geld im Umlauf, dass es alle Kontrollbemühungen einfach mit sich reißt. In Asien sind bei einem Top-Match in Europa problemlos Wetten von 1 Million Euro möglich, auch schon vor dem Anpfiff. Zügelloser geht es nur noch zu beim größten und wichtigsten Spiel des globalen Vereinsfußballs, dem europäischen Champions League-Finale. Der geschätzte Umsatz von weltweit über 1 Milliarde Euro beim Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München ist nicht mehr kontrollierbar. Und deshalb liebt die Mafia Sportwetten. Maximaler Profit durch Manipulation einerseits, verlässliche Geldwaschmaschine andererseits. Machen wir uns nichts vor. Ganz offensichtlich läuft über die kaum oder nur schlecht kontrollierten Online-Wettseiten ein Großteil der Geldwäsche des organisierten Verbrechens. Die Geldwäsche ist ein für die Kriminellen ganz entscheidender Vorgang. Dabei wird Geld, das aus kriminellen Aktivitäten stammt, zum Beispiel aus Drogenschmuggel, Prostitution oder Waffenhandel, in die legale Wirtschaft überführt. Verluste sind praktisch eine Investition. Denn ohne das Geld zu waschen, könnten sie es nicht verwenden. In Verbrecherkreisen gelten Verluste zwischen 30% und 40% der dunklen Einkünfte als Teil des Geschäfts, will man an sauberes Geld kommen. Dass insbesondere Sportwetten gern für die Geldwäsche zweckentfremdet werden, liegt daran, dass sich hier der Verlust in Grenzen hält. Die Vorgehensweise bei Fußballwetten folgt einer eher simplen Faustformel. Die ist aber dennoch sehr effizient. Es genügt, aus einer Liste von Spielen eines herauszusuchen, bei dem die Gewinnquoten nah beieinander liegen. 2,32 Euro auf den Sieg, 3,10 Euro auf ein Unentschieden, 2,70 Euro auf die Niederlage. Während ein ehrlicher Spieler zögert, ob er auf 1, 2 oder X wetten soll, setzt ein Krimineller insgesamt 30.000 Euro auf alle drei. Ist das Ergebnis 1 ein Sieg, erhält er 23.200 Euro. Bei X, einem Unentschieden, sind es 31.000 und bei einer Niederlage der 2 27.000 Euro. Maximaler Verlust 23%, deutlich weniger als die üblichen 30 bis 40. Profitabler ist da nur der direkte Wettbetrug. So oder so, die Wetten sind ein Segen. Die Gewinne im Bereich der Wettmanipulation sind mindestens genauso hoch wie im Bereich des Rauschgifthandels. Mit der Menge des Rauschgiftes erhöht sich das Strafmaß. Ja, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Wenn Sie hier im Bereich der Spielmanipulation oder Wettbetrug eine Anklage kriegen, haben Sie gute Chancen,
als Bewährungsstrafe oder ganz frei auszugehen oder eine Minimalstrafe zu haben. Also maximaler Gewinn bei minimalem Risiko. Doch Wettbetrug ist kein Computerspiel. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, der geht ein hohes Risiko ein. Kevin und Sissy waren Chinesen, beliebte Studenten an der Uni Newcastle. Wir fanden heraus, dass sie für Unbekannte in Hongkong und China Wetten organisierten und Spielinfos übermittelten. In England sagen wir unter Ermittlern, wenn du weißt, wie jemand gelebt hat, sagt das etwas aus über seinen Tod. Vor allem Kevin hat die Konkurrenz unterboten. Er verlangte weniger als andere aus dem organisierten Verbrechen. Er hat einige Leute hintergangen, denen das gar nicht gefiel. Und er machte viel Geld damit, indem er Geld in die eigene Tasche gesteckt hat, das ihnen zustand. Ich habe bei über 100 Morden ermittelt. Selten habe ich eine solche Brutalität gesehen. Sissy waren die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und mit braunem Klebeband fest umwickelt. Die Füße genauso. Sie war im Bett erschlagen worden, wahrscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand, einem Hammer oder einer Axt. Kevin hatten sie ins Schlafzimmer gezerrt. Er hatte mehr als 70 Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Seine Kehle war von hier bis hier durchtrennt. Sogar die Katze haben sie gefoltert und dann in einem Kübel im Bad ertränkt. Der Mann, der schließlich verurteilt wurde, Guang Hui Zhao, war ein übler Bursche des organisierten Verbrechens, einer, der den Leuten Angst machte. Ich denke, sie wollten zeigen, was Leuten blüht, wenn man sich mit ihnen anlegt. Wenn Sissy und Kevin 300.000 Pfund in 2 Jahren machen, als kleine Fische sozusagen, was haben dann die ganz oben auf der Leiter kassiert? Es ist ein Riesengeschäft. Und dieses Geschäft wuchert wie ein Tumor um die Welt. Die Syndikate wachsen. Die bulgarische und serbische Mafia kollaborieren mit Wettbetrügern in Italien. Es gibt kriminelle Verbindungen zwischen der Türkei und Deutschland. Die Albaner operieren in Belgien und Österreich. Und all diese Gruppierungen unterhalten Kontakte zu den chinesischen Triaden und Mafia-Ringen in Singapur. So haben die Wettbetrüger innerhalb weniger Jahre ein Netz gesponnen, wie es sonst nur internationalen Konzernen in der Geschäftswelt gelingt. Allein mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen auf Sportereignisse in der ganzen Welt. Jetzt müssen die Betrüger dem Glück nur noch etwas nachhelfen, damit Spiele auch so enden wie gewünscht. Und das gelingt am besten mit Geld. Wer ein Spiel kaufen will, muss zahlen. Spieler, Schiedsrichter, Funktionäre. In der Szene weiß man, wer mitspielt. Der Rest, so die Kriminellen, sei Handwerk. Kontakte knüpfen, persönliche Gespräche führen, am besten eine Anzahlung. Ich habe sehr gute Kontakte in der ganzen Welt. Wir nehmen, was sich bietet. Eventuell in Europa, Südamerika, Mittelamerika, Asien. Bietet sich eine gute Gelegenheit, dann greifen wir zu. Tan sieht eng, genannt Dan Tan. Italienische Fahnder halten ihn für den Drahtzieher vieler manipulierter Spiele. Im Herbst 2013 wurde er in Singapur festgenommen. Dan Tan ist eine zentrale Figur. Ich kenne ihn seit 1987. Er ist sehr clever und gerissen. Manchmal habe ich die Kontakte zu den Spielern, kann sie aber nicht vorab bezahlen.
Dann frage ich die großen Chefs wie Dan Tan um Hilfe. Wir nennen sie die Geldgeber. Der Fall Dan Tan zeigt, wie schwer diese Bosse zu fassen sind. Singapur brauchte über ein Jahr, um den internationalen Haftbefehl zu vollstrecken. Mit Italien besteht kein Auslieferungsabkommen. Eine Verurteilung ist unwahrscheinlich. Und im Netz der Zockermafia sitzen ohnehin viele Spinnen. Singapur ist um nichts mehr oder weniger eine Stadt, wo sich dubiose Figuren aufhalten, die Wettbetrug als ihr vorrangiges Ziel sehen, als wie zum Beispiel, sage ich, Istanbul. Wir wissen, in Istanbul sitzen genauso dubiose Typen, kriminelle Gruppierungen, die das Gleiche im Sinn haben. Es gibt in Skopje in Mazedonien eine Gruppierung, es gibt dies in Zagreb, es gibt dies in Weißrussland, massiv, in Moskau, in verschiedenen Städten in den baltischen Staaten. Also Sie sehen, es geht schon munter weiter. Allein der Deutsche Fußballbund hat knapp 7 Millionen Mitglieder, über 25.000 Vereine und die Wettkrankheit im Spielbetrieb. Bremen-Liga. Ein ganz normaler Trainingsabend. Singapur ist weit weg. Doch betrügerische Erreger finden sich überall im Fußballorganismus. Bei den Profis sind zwar die Wettumsätze höher, dafür aber ist im deutschen Amateurfußball die Kontrolle geringer. Dennis, komm mal raus! Ich weiß, dass mein Torwart von mir angesprochen worden ist in der Halbzeit, wo wir 1-0 geführt haben, nach dem Motto, wenn du jetzt noch einen durchlässt, dann kriegst du eine schöne Summe Geld. So, da habe ich in der Halbzeit von Wind bekommen und habe zu meinem Torwart gesagt, wenn du heute auch nur ein Ding kriegst, egal wie das ausgeht, dann war es ja heute dein letztes Spiel. So, wir haben das Spiel 1-0 gewonnen und damit war dieser Verdacht, dass er da irgendwie dran beteiligt sein könnte, vom Tisch. Wetten bis runter in die 5. Liga sind heute die Regel. Als Folge köchelt hier unten ein toxischer Mix aus Wettleidenschaft und Spielabsprachen. Und keine TV-Kamera weit und breit. In Großstädten macht Insiderwissen über verletzte Spieler zum Beispiel schnell die Runde. Die größte Gefahr sind also die Spieler selbst. Manche machen ihr Wissen zu Geld, wetten sogar gegen das eigene Team. Das Wettfieber ist in den Vereinen angekommen. Wir haben eine Untersuchung durchgeführt. Dazu haben wir Sportvereine aufgesucht in Bremen und in Kiel und haben festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder sich an Sportwetten beteiligt haben. Aus der Allgemeinbevölkerung wissen wir, dass 3-6% sich an Sportwetten beteiligen. Und rund 9% der Vereinsmitglieder, da konnten wir ein problematisches oder pathologisches Spielverhalten diagnostizieren. In der allgemeinen Bevölkerung betrifft das rund 1%. Solche Befunde sind alarmierend. Nach auffälligen Wetten kommt in Bremen vor wenigen Jahren die Polizei auf den Platz und stoppt das Match Werder Bremen 3 gegen FC Bremerhaven noch vor Anpfiff. Seitdem ist immer wieder von krummen Dingern die Rede. Die Verbände sind machtlos, solange sie keine belastbaren Hinweise erhalten. Anonym offenbart uns ein Spieler. Also, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass meistens halt die letzten 3-4 Spiele verschoben werden. Das ist halt so. Es wird gerade in der Oberliga, in der Regionalliga ohne Ende gezockt. Auch die Spieler selber zocken ohne Ende. Und gerade in der Oberliga ist es auch so, dass unregelmäßig gezahlt wird. Und da ist natürlich die Versuchung nahe, halt manchmal schnelles Geld zu machen. Besuch aus Frankfurt beim Bremer Fußballverband. Der DFB schickt ein Aufklärungskommando. Die Herren in den grauen Anzügen haben auch Sportradar im Gepäck. Es gibt Nachhilfe in Sachen Wettspielmanipulation. Ein bundesweites Präventionsprogramm. Besonders junge Spieler müssten vor Wettbetrug gewarnt werden. Wer doch ins Visier von Falschspielern gerät, der könne den DFB-Ombudsmann anrufen. Eine vertrauliche Anlaufstelle. Ich glaube, man kann alles immer noch besser machen. So glaube ich, dass man noch stärker auf die Spieler, auf die Vereine, auf die Verantwortlichen zugehen sollte und noch mehr den persönlichen Kontakt suchen sollte. Denn jetzt in meinem Fall als Ombudsmann muss der betroffene Spieler selbst entscheiden. Rufe ich genau den an,
Ist das meine Vertrauensperson oder nicht? Er muss natürlich auch entscheiden, habe ich eine Vertrauensperson innerhalb des Vereins? Ja, das wäre die erste Anlaufstelle. Schulungen, E-Learning-Programme, Gespräche in Nachwuchsleistungszentren. Aber Wetten auf schwer kontrollierbare Jugend- und Amateurspiele sind auch weiterhin möglich, ohne TV-Beweis. In der fünften Liga gibt es keine bewegten Bilder. So, dann steht irgendwie etwas im Raum. Und das ist weder beweisbar, noch ist es nachweisbar, dass da etwas illegal abgelaufen ist. Von daher bin ich der Meinung, müsste man von vornherein solche Wetten in solchen Ligen verbieten. Spiele aus dem Amateurbereich gehören einfach nicht auf den Wettschein. Das bedeutet, dass eben die Anbieter wie Tipico sich auf, wenn überhaupt, die ersten Ligen beschränken sollten von ihrem Angebot her. Mobilwetten in sicheren Händen mit mir und Tipico. Offensivwerbung mit Frontmann Oliver Kahn. Tipico ist Marktführer in Deutschland. Sportwetten boomen und der Anbieter hat keine Absicht, die Amateurspiele vom Zettel zu nehmen. Verbote seien Sache des Gesetzgebers. Grundsätzlich, Sie können immer manipulieren. Es gibt eine Nachfrage nach diesen Spielen. Jetzt bewegen wir uns im Oberliga-Bereich und ich unterstelle grundsätzlich erstmal mit jeder Mannschaft, die auf den Platz geht, auch gewinnen will. Weil wenn sie das nicht will, habe ich ein riesiges Problem, weil bei mir wird das Geld abgeholt und bei sonst keinem anderen. Das heißt, wir Buchmacher sind ja die Doofen. Nichtsdestotrotz sind wir gut beraten, in diesen Partien anzubieten. Wir wollen mit diesem Angebot ganz bewusst auch den Schwarzbuchmachern vor Ort begegnen und das auch etwas trocken liegt. Nur Firmen wie Tipico, Bet 3000 oder Bwin bewegen sich weitgehend selbst in einer rechtlichen Grauzone, solange neue Lizenzen nach dem Glücksspielsänderungsstaatsvertrag noch nicht vergeben sind. Trotzdem, Tipico mit Sitz auf Malta wächst rasant. Geschätzte 500.000 registrierte Kunden. Tendenz steigend. Im Tipico-Angebot zuletzt neben Amateurpartien auch das U16-Länderspiel Belgien gegen Deutschland, also B-Jugend. Also ich halte generell nichts davon, dass man auf Jugendspiele wetten kann. Ja, ob das jetzt in Asien ist oder bei uns, außer dass damit Geld gemacht wird, sehe ich keine Notwendigkeit, auf Jugendspiele zu setzen. Wir überlegen uns das natürlich, bieten wir so etwas an? Und gucken uns die Wettbewegungen natürlich auch auf dem Markt an, auch auf dem asiatischen Markt, weil U-Länderspiele grundsätzlich im TV übertragen werden. Damit haben wir ein bewegtes Bild, damit auch eine Dokumentation, was passiert in diesem Spiel. Da glaube ich einfach auch mit das bewegte Bild da auch eine Abschreckungsmaßnahme hat. Das ist falsch. Der DFB teilt mit, von einer grundsätzlichen Übertragung von Spielen der deutschen Junioren-Nationalmannschaften im TV kann keine Rede sein. Das genannte Spiel wurde nicht im Fernsehen, weder in Deutschland noch in Belgien übertragen. Tipico lächelt weiter mit Titan Kahn, ist Werbepartner einiger Fußball-Bundesligisten sowie des Pay-TV-Senders Sky. Die Botschaft: Sportwetten sind saubere Unterhaltung. Doch ist tatsächlich alles in sicheren Händen? Es geht um nicht weniger als das populärste Spiel der Welt. Wenn bestimmte Leute vorher wissen, wie das Spiel ausgeht, dann ist das der Tod des Fußballs. Festnahmen wie die Dan Tans in Singapur sind ein Etappensieg. Doch der asiatische Wettmarkt wird auf absehbare Zeit nicht zu bändigen sein. In Deutschland wie auch in Österreich geht die Aufarbeitung weiter. Jede Wette, böse Überraschungen wird es immer wieder geben. Denn der Hydra-Wettbetrug wachsen schnell neue Köpfe. Das Geschäftsmodell ist zu verlockend. Ich denke nicht, dass man das aufhalten kann. Im Gegenteil, wir rechnen damit, dass die Erkenntnisse aus dem Bochumer Verfahren wirklich nur die sogenannte Spitze des Eisberges sind. Die häufig wiederkehrenden Straftaten im Profifußball sind nicht als zufällige Unfälle zu sehen, sondern vielmehr als Symptom einer tiefgreifenden Fehlfunktion dieses Wirtschaftszweigs. Im Fußball haben Betrug und Verbrechen System. On voit bien que dans le football, la fraude, le crime, fait système. Erst wenn du alle Wettanbieter dicht machst, wirst du wahren Fußball erleben. Ich glaube nicht, dass das aufhört. Das ist wie mit der Prostitution. Wie willst du die stoppen? Das ist genau das Gleiche.
Für die Statistik, das A-Jugendspiel zwischen Union Berlin und Osnabrück endet 2:0. Gut für Berlin, schlecht für uns. Wir hatten auf mehr als 4 Tore gesetzt. Unsere Wette ist geplatzt. Wieder einmal ist ein asiatischer Wettanbieter um 10 Euro reicher geworden.